Es ist 18 Uhr und wir fliegen jetzt. Was war unsere Mission? Schauen wir mal nach. Ein terranischer Konvoi ist auf dem Weg nach Kernstal. Diese Chance muss ich nutzen. Kernstal? Ah ne, wir sind da, da. Schauen wir mal in der Space Lounge, ob es irgendwas gibt. Ich grüße Sie. Nein, Pirat. Haben Sie Lust auf einen richtigen Fight? Yeah, Fight! Nein, habe ich nicht. Tschüss. Schauen wir mal kurz in den Hangar. Hangar Yogeshwar. Und verkaufen das Pyresium. Boah, war der zu... Sparwitze am laufenden Mann drin. Der war nicht mal... Der. Egal. Kernstall. Oder auf Deutsch Kernstall. Keine Ahnung. Kernstall. So, take off in 3, 2, 1 und wuhu! So. Wuhu! Tja! Wuhu! Andere Taste. Oh, 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 oh. Ah, da ist der Konvoi. Mist. Irgendwas ist gerade ein bisschen anders. Da ist noch einer. EMP-Blaster gefechtsklar machen. Was? EMP? Seit wann haben die ein EMP? Ihr seid Kackbuden-Piraten. Achso, das waren die anderen, oder? Das wird wirken. Ja, genau, terranische. Nein, die Terraner meinen mich! Solche. Das Feuer ein, oh, ey. Euch zu helfen. Oh, weißt du? Echt voll die Checker. Ergeben Sie sich. Ihr Schiff ist außer Gefecht gesetzt. Sie stehen unter Arrest. Wir holen Sie jetzt an Bord. Oh nein, ich habe euch einen Piraten getötet. Ich bin Keith ja so Team Maxwell ist gefangen. Er wird an Bord eines Kreuzers gebracht, der Kurs auf Aliot im terranischen Hoheitsgebiet gesetzt hat. Alter, das ist Schiff fett. Krass. Ich will mal was. Ne, ich teste es lieber nicht, sonst crasht das Spiel oder so. Und Auf der Aliot-Station wird Keith von Lieutenant Commander Brand Snowcomb befragt. Und natürlich dachten meine Leute, du wärst ein Pirat. Wo Pirat. Hast du so lange gesteckt? Du wurdest für tot erklärt, schon vor Jahren. Tot ist etwas übertrieben, wie du siehst. Ein Fehler im Hyperantrieb hat mich auf einen Zeitsprung geschickt. Unglaublich. Und dann bist du auch noch direkt im Mido-System gelandet? Ja, hat mich ein bisschen Zeit gekostet, wieder auf die Füße zu kommen. Ich wollte unbedingt zurück auf terranisches Gebiet, aber eigentlich nicht als Gefangener. Natürlich nicht. Tut mir leid. Mido muss eine harte Zeit für dich gewesen sein. Das System wurde erst vor ein paar Jahren besiedelt und die Bevölkerung hat immer noch schwer zu kämpfen. Seit wann hast du etwas für Aufständische übrig? Du bist Sicherheitsoffizier. Das war ich. Jetzt bin ich Lieutenant Commander, Chef der interstellaren Sicherheitsabteilung. Unter anderem bin ich verantwortlich für... Ja. Achtung! Wow. Void Jäger vor Aliot gesichtet. Boah, das hat mich erschreckt. Kampfpersonal auf Gefechtsstation. Was ist los? Verflucht. Ich hätte nie gedacht, dass die sogar hierher kommen. Mach dein Schiff bereit. Dan. Nee. Na. Schönes Schiff. Ah, teuer. Was ich ja noch gerne hätte, wäre echt so ein... Gab's den da? Ja! Nein, teuer! Habe ich überhaupt noch Platz auf meinem Schiff? Das hat doch so gelitten! So eine blöde Hupe. Oh, warte, war das? Nein. Die Voltschiffe greifen unsere Frachter an. Wir müssen sie verteidigen. Ich sehe ja. Sie. Mal sehen, was sie... So, halt, stopp. Action Freeze. Ich habe ein schönes Schiff. Pixel Power. Und irgendwo war noch eins. Ah, das ist ja... Oh, ihr habt aber schöne Schiffe hier. Kann ich mal reingucken? Oh, sehr schöne Ausstattung mit viel Luft. Ja, und jetzt komme ich hier mit meinem Popelschiff. Okay, so scheiße sieht es gar nicht aus. Naja. Bam, 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 bam. So, wir greifen mal auf den Kopf an. Hä?
Achso. Lern Deutsch, wenn du was von mir willst. Alter, die haben starke Waffen, krass. Ja, sehr erfreut. Hä? Nein? Noch ein Wurmloch, sie versuchen abzuhauen. Nachsetzen! Lass sie nicht entkommen! Das ist mir überlegen. Ne, ich glaube, das ist jetzt noch zu früh. Zu spät, sie sind weg. Achso, oh nein, sie sind weg! Oh oh. Verdammt. Oh oh. Sie haben die komplette Ladung geraubt. Noch so ein Angriff und wir können die Station dicht machen. Wie lange geht das schon so? Fliegen wir erstmal zurück. Ich erzähle dir alles auf der Station. Ja, mit besserem Empfang, ey. Wir hören uns ja an hier wie einen. Ja, wie hören wir uns denn an? Wie in einem Telefonat, ja. So, und... Achso, wir können gar keine Barrel Roll. Bam, 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 bam. Bam, bam. Also dieser Repair-Bot ist schon übelst geil, aber wir brauchen erstmal ein neues Schiff. Tja, und danach musste ich sie heiraten. Ich meine, die Operation war super, aber ich habe schnell gemerkt, dass... Nichts für ungut, Brent. Aber können wir beim Thema bleiben? Nein. Oh, sicher. Also du hast ja gesehen, womit wir es zu tun haben. Diese Voids sind eine Plage. Mit ihrer Wurmloch-Technologie können sie überall auftauchen, aus dem Nichts. Ihre Taktik ist simpel. Überraschungsangriff, Plünderung, Flucht. Weiß man, wo sie herkommen? Bis jetzt haben wir die Wurmlöcher nie zurückverfolgen können. Es gibt keinen Weg herauszufinden, wo sie als Nächstes zuschlagen? Die Angriffe sind völlig unvorhersehbar. Ich leite einen Krisenstab, der versucht, eine Lösung zu finden. Unsere besten Wissenschaftler auf der Deep Science Forschungsstation arbeiten an Gegenmaßnahmen. Übrigens suchen sie noch erfahrene Kampfpiloten. Wäre das nichts für dich? Der Job ist gut bezahlt. Das Geld könnte ich gebrauchen. Aber was mache ich dann da? Für die Wissenschaftler den Babysitter spielen? Oh naja. Ja. Nicht ganz. Die genaue Aufgabenbeschreibung gibt dir Lieutenant Thomas Boyle. Das er ist Wissenschaftler LT. Und gerade auf dem Weg nach Deep Science. Okay, ich werde mal bei ihm vorbeischauen. So okay. Einfach ist das nicht. Doch. Ohne Boyles Navigationsdaten wirst du Deep Science nicht finden. Sie liegt außerhalb des terranischen Hoheitsgebiets. Der Ort ist geheim. Das System ist auf normalen Karten nicht verzeichnet. Ziemlicher Sicherheitsaufwand. Wie erreiche ich Boyle dann? Er wird auf der Sutner-Station im Union-System erwartet, bevor er nach Deep Science weiterfliegt. Du triffst ihn am besten dort. Okay, danke für deine Hilfe. Ich sage ihm, dass du kommst. Mach's gut. Du kannst mit Sprungtoren in benachbarte Systeme reisen. Benutze die Karte, um die Strecken zu planen oder setze den Autopiloten im All auf das Sprungtor. Und jetzt Achtung, in 3, 2, 1 schaut ihr euch die Karte an. Oh yeah. Systeme. Es gibt so viele Systeme. So. Achso, aber ich will es mir anschauen. Ah, okay. Und so viele Systeme. Jedes System hat viele Planeten. Das ist übrigens ein sehr cooler. Da kann ich mich noch erinnern. Tritri, sehr toll. Dann gibt es hier zum Beispiel auch noch Metoka. Das ist ungefähr wie Megusta, nur mit T. Und dem kompletten anderen Rest. So, schauen wir mal in dem Hangar. Das ist ein blödes Schiff. So, aber wir müssen jetzt erstmal... Ich weiß, dass wir 40.000 verdienen müssen, bis wir da oben ankommen. Deswegen... Space Lounge. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Es ist schön. Ich kann keine Person Hallo. Transportieren. Wow, was war das? Nee, keine Piraten. Ich grüße Sie. Ist dieser Ausblick nicht fantastisch? Ja, sehr schön. Hallo. Hi. Ah, Brokkolimann. Hallo, mein Name ist Max Lawrence. It's a, what the fuh. Okay, Shot entfernen. Achso, erstmal gucken. Wo liegt das Einsatz? Ah, gut. Warum spinnt das Spiel? Komisch. So. Benachbarter Orbit, wo liegst du? Da. Der Mark. En français, da wohnen die ganzen. Nein, ich will doch nicht das Eisen. Ich will hier den. Genau, da will ich hin.
Auf nach Frankreich! Ah! Achso, jetzt ich. Boah, ich hab gemeint schon, das ist hier alles. Das ist alles hier Franzosen. Nein. Der ganze Schrott muss hier. Ist ja nur Müll und keine Franzosen. Halt, stopp, du bleibst hier. So, Müll. Mehr Müll. Hat das? Das ist auch Müll. Hä? Egal. Müll! Müll. Bonjour, Monsieur Müll. Ça va, oh oui, ça va bien, merci, au revoir. Oh, super, super. Und tschüss, und der Letzte. Und stirb, du Müll. Haha. Oh, doch nicht der Letzte. Das ist der Letzte. Huhu, wir sind so gut, Leute. Und jetzt nehmen wir doch den hier mit. Großartig. Ja, lass mich. So, den würde ich gerne haben. Der sieht mir so sympathisch aus. Hey, na. Und andocken. Und meinen. Mein. So. Dann haben wir den jetzt auch gleich abgebaut. Da! Einmal schau ich weiter, bleibst du da drin. Nein! Gut. Mist. Nein! Da wollen wir hin. Wir wollen dahin. So. Schauen wir uns mal dieses Baguette an. Das ist echt volles Baguette. Yay! Müllmann! Mehr als 30 Tonnen Weltraumschrott und mehr als 5 Missionen absolviert. Und somit haben wir jetzt schon 18.000. Die Hälfte haben wir fast geschafft. Oh, das ist... Das ist auch ein tolles Schiff. Hatte ich auch mal. So, wir verkaufen jetzt hier mal unseren... Perius. Perry, das Schnabeltier. Habe ich den hier schon mal gebracht? Keine Ahnung. So. Ah, der sieht cool aus. Mein Name ist Eftmückt. Eftmückt. Das erst mal auf sich wirken lassen. Eftmückt. Ich trenne mich nur ungern diesen Gütern. Ich biete ihnen ein E4 Ultralamin für nur 3000 an. Was ist das? Panzerung 80. 4000. Ja, auf jeden Fall erstmal mitnehmen. Den kann ich ja hier teurer verkaufen. Ich habe etwas ganz Besonderes für Sie. Was ist das? Traktorstrahl. Der ist echt gut. Glaube ich. Nö. Ich habe einen Job für Sie. Ich würde... Oh, da müsste ich so viel Geld ausgeben. Dreiport, da mag... Nein, ich hasse so... Ich grüße Sie. Ja, das ist ein schöner Ausblick, ich weiß. Gut. Wir haben hier den und gehen wir mal auf unser Schiff. Ja, hier Panzerung 40. Können wir gleich mal abmachen und hier den anbauen. Weil der ist um 10.000 Jahre besser. Der hat eine Panzerung von 80. Aber ehrlich gesagt, ich bin nicht der Panzerungstyp. Ich bin mehr der, der die super Waffen hat und die Leute aus der Ferne tötet. Retractor für 8.000. AB1. Ah, da gab's Organe. AB1. Und was wollte der? Hallo. AB1. Für 10.000, weißt du hast gelitten, ne? Never ever yet so far. Present perfect ist doch klar. Merkt euch den Spruch, den braucht ihr ganz oft für Englisch. Jetzt, ich will... Oh, raus hier. Weg. Zurück. Nein, zu weit zurück. Zurück. So. Karte. Wo müssen wir hin? Ah, wir müssen hoch. Waren wir schon überall? Oh, hier gibt es auch noch ganz schön viel zum Gucken. Fliegen wir mal dahin. Wir checken jetzt erstmal die Gegend hier ein bisschen. Ah, Piraten! Ah! Piraten, Igitt! Mach den weg! Pirat, 100. So, wie alle den Piraten angreifen. Ja, und der Pirat ist der Einzige, der mich angreift. Weißt du, geht gar nicht. Ups.
So. Ja, jetzt beschießt mich, ist schon okay. Und wer klaut sich das, was der Pirat geladen hat? So. Und kapuff. Mei, ihr habt aber schöne Schiffe. Das rechts hier ist übelst geil, das, dem ich gerade nachfliege. Das ist ein schönes Schiff. Wir fliegen jetzt aber nach 3. So, und Nitro. 1, 2, 3, 4, los. Das war auch wieder schön eingezählt von mir. Gut. Und auf nach Niad. Oh, großes Schiff. Ah, schön. Ich glaube, das ist auch so ein Let's Play, was man sich nicht auf kleinen Geräten anschaut. Außer ihr wollt mein Gelabere hören. Das ist natürlich auch. Ich höre viele Playlets nur wegen dem Kommentator. Laserwaffen der Firma Berger gehören zum Urgestein der Waffentechnologie. Was kann die denn? Also auf jeden Fall kostet die so viel, dass ich sie mir nicht leisten kann. Yeah, der Terminator. Das sind schon echt fette Waffen. Ja, Unsichtbarkeitsding, die ist voll gut. Aber das können wir uns noch lange nicht leisten, weil da braucht man Energiestäbchen. Keine Ahnung, wie heißt das? Energiezellen. Warengeschäfte sind eine sichere Sache. Sie benötigt 11 Handtücher. 11 Handtücher, das ist, ja, aber da habe ich jetzt keinen Bock, dir welche zu suchen, Frau. Die ist garantiert aus Per Anhalt durch die Galaxis und die kommt jetzt. Ich habe einen Job für Sie. Ja, das ist schön. Deswegen spreche ich sie auch an. Da braucht jemand Geleitschutz für einen Was? Frachter, nicht Hafter. Ey, ich bin schon wieder so brain... Es geht um einen ganz sauberen Auftrag. Hallo, Mövak. Nee, Hövak Mückt. Sie kennen mir vielleicht 7 Personen... Das ist zu weit. Ich kann das nicht, sorry. Oh, das ist jetzt echt blöd, dass ich jetzt hier keine Mission machen konnte. Das ärgert mich ein bisschen. Ne, da gehen wir als letztes hin. Da. Wir fliegen jetzt zur Erde. So, mal wieder ein bisschen Leben. Hä, was? Achtung. Oh, doch nicht. Wir sind gerade in einem Kometen drin. Und Nitro. Komm, los. Komm, endlich. Kaloon. Auf nach Kaloon Amir. Und hallo Kaloon Amir. 15 Minuten. So. Ah, wunderschön. Schön. Sieht aus wie die Erde. Da ist der Nordpol. Aber da ist so wenig Land. Und schaut mal, da ist eine große Wüste. Und da ist auch eine Wüste. Also schon echt, also die Entwickler des Spiels hier haben echt krass viele Ideen gehabt. So, Augmenta, Hangar, Grazer. Dieses Schiff werden wir später mal haben, weil das ist eins der besten, meiner Meinung nach. Das kann man übelst lange fliegen und es hält einfach übelst viel aus. Oh, und den Hiroto Ultrascan werden wir auch irgendwann mal haben, der ist auch super. Den Laser auch und so viel tolles Zeug, was wir mal haben werden. Handtücher? Nee, schade. Space Lounge. Und was haben wir denn hier? Wir haben Sind eine Sie Frau. Ein Draufgänger? Nein. Mein Name ist Nicole. Hallo Nicole Dubois. Sie können vielleicht befestigen. Gesuchte Verbrecher. Lalalala. Suchen Sie und schalten Sie ihn aus. Der Vorsicht, er könnte gefährliche Zeitgenossen haben. Hallo. Haben Sie eine Minute? Nein, 2. Einfache Nahrung. 550. Brauchen Sie Hilfe? Sie sprechen mit 3 erfahrenen Köpfen. Das kostet 3000. Hallo. 6000. 3000 Gewinn. Ich muss mal kurz überlegen. Theoretisch sollten wir uns so einen Repair-Bot kaufen. Was gibt's denn? Cycling Boost. 80%. Hier gibt's auch gar keinen Repair-Bot. Das ist doppelt blöd.
Seltene Tiere, Nahrung oder was auch immer, gibt's auch nicht. Ach, das ist doch alles doof. Mit einem Schiff für 15.000 werde ich jetzt Piraten angreifen, ne? Und bekomme für die Mission so viel, dass ich mir das Schiff kaufen könnte, also das halbe. Gut, ich hole mir jetzt mal... Ich grüße Sie. Drei Männer Verstärkung. Hallo. Gut, ich grüße Sie. Okay. So, meine Lieben. Im nächsten Part machen wir Piraten fertig und wir haben dann Wingman. Drei Leute, die uns begleiten und helfen uns, die Piraten fertig zu machen. Ich würde mal sagen, nächste Folge wird sehr spannend, weil wir dann auch in der nächsten Folge weiterfliegen. Wenn es klappt, oder in der übernächsten, werden wir sehen. Aber nächstes Mal treten wir den Piraten so richtig in den Hintern. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht, einen guten Morgen und viel Spaß in der Schule. Und falls ihr keine Schule mehr habt, viel Spaß in der Arbeit. Tschüss!